Warum ich die aktuelle Eskalation mit Russland für sehr bedenklich halte, das werde ich gleich erläutern. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog Meine Wiki-Welt. Ja, ich bin wieder zu Hause und gleich überschlagen sich die Ereignisse, denn wir sehen, dass im Fall Skripal die nächste Eskalationsstufe erreicht wird. Hier heißt es eben, westliche Staaten weisen russische Diplomaten aus. Der Westen demonstriert gegenüber Russland Einigkeit und Geschlossenheit. 16 EU-Staaten und die USA weisen zeitgleich Dutzende russische Diplomaten aus. Deutschland reagiert damit nicht nur auf den Giftanschlag in England, sondern auch auf Russlands Aktivitäten hierzulande. Es sind also folgende Staaten, beteiligen sich: die USA weisen 60 Diplomaten aus, die Ukraine 13, Deutschland, Polen und Frankreich je 4, Litauen 3, die Tschechische Republik 3, Niederlande 2, Estland und Lettland je einen Diplomaten. Wir sehen also, dass der Westen nicht wirklich ganz geschlossen operiert. Zum Beispiel weist Österreich keine Diplomaten aus, was ich auch in Wahrheit für die klügere Variante halte. Nun gut, wir haben Heiko Maas als Außenminister. Da sind meine Erwartungen ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig hoch, was das anbelangt. Und die Amtszeit beginnt in der Tat hier mit einem schlechten Omen. Nun, ich habe ja schon in einem letzten Kommentar oder im vorletzten Kommentar darauf hingewiesen, im Fall Skripal, dass es sich bislang nur um Anschuldigungen handelt und wir noch keinerlei Beweise dafür in den Händen halten, dass tatsächlich Russland hinter diesem Anschlag steckt. Im Gegenteil, ich halte es eigentlich für plausibel, dass Russland eher nicht der Täter ist. Denn es ist ja so, wenn tatsächlich ein Geheimdienst, der russische Geheimdienst hinter diesem Anschlag steckt, dann wird er doch sicherlich nicht so dumm sein, eine Giftstoffgruppe zu verwenden, die sozusagen mit Russland in Verbindung gebracht werden kann, sondern er würde eine Giftstoffgruppe verwenden, die, wenn man so will, vergleichsweise unverfänglich ist oder vielleicht sogar den Verdacht in eine andere Richtung leiten würde. Also ich denke, wenn wirklich ein Geheimdienst, und das davon ist ja auszugehen, wenn man die Schuld eben dem russischen Staat unterstellt, wenn wirklich ein Geheimdienst dahinter steckt, dann gehört es doch zum kleinen Einmaleins eines Geheimdienstes, dass sie bei einem solchen Anschlag die Spuren verwischen, ja, und eben durchaus geschickter operieren, als das hier scheinbar der Fall war. Also entweder handelt es sich wirklich um das Werk von Dilettanten oder von Kreisen, die bewusst den Verdacht auf Russland lenken wollen. Ich hatte ja auch im letzten Kommentar zu dem Thema, hatte ich ja auch die Einschätzung eines Experten, der sich gewundert hat, warum überhaupt diese Giftstoffgruppe zum Einsatz kam, da sie ja eigentlich gar nicht so effektiv sei. Ich werde das Video auch nochmal verlinken, falls ihr das nicht gesehen habt. Das heißt, auch aus der Perspektive ist das eigentlich eine relativ dilettantisch durchgeführte Operation, wenn sie nach dem Plot verlaufen ist, der hier unterstellt wird. Und man muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob wirklich der russische Geheimdienst so dilettantisch operiert. Ja, wenn also nicht das stattfindet, was man eigentlich erwarten würde in so einem Fall, dass es eben sehr ausführliche kriminologische Untersuchungen gibt, die Wochen bis Monate dauern, um sozusagen hier eine Urheberschaft bei Russland tatsächlich zu beweisen. Wenn schon praktisch mit dem Bekanntwerden der Tat der Schuldige feststeht, dann sollte man einmal mehr eben vorsichtig sein. Und wenn ich mir das nun anschaue, dann muss ich doch irgendwie sagen, dass hier eine, wie ich finde, sehr gefährliches Spiel stattfindet, ein Spiel mit dem Feuer, ja, man kann fast schon sagen, eine Kriegstreiberei, und es ist der Westen, der hier die Eskalationsspirale nach oben dreht, ja, und wenn das wirklich so ist, also aktuell stellt sich das so dar, dass wir im Westen tatsächlich Psychopathen an der Macht haben, die hier ganz bewusst eine Konfrontation schüren, wo man den Eindruck hat, gibt es hier welche, die den Krieg wollen. Und das will ich deswegen auch so hart formulieren, weil es eben keine Kleinigkeit ist, um die es hier geht. Also wenn hier gezündelt werden soll, um einen dritten Weltkrieg
anzufachen, loszutreten, dann haben wir es wirklich mit Menschen zu tun, denen nicht mehr zu helfen ist. Das sind dann hochgefährliche kriminelle Persönlichkeiten, die letztlich dafür diese Politik verantwortlich sind. Und da sollten alle Menschen, die halbwegs bei Sinnen sind, alle Kräfte in Bewegung setzen, um hier dagegen zu steuern. Unser eins bleibt nur die Wahl zu protestieren, die Stimme zu erheben. Aber ich denke, es gibt genügend Leute in verantwortungsvoller Position, die durchaus auch andere Mittel in der Hand haben und die wenigstens durch passiven Widerstand oder was auch immer hier versuchen können, das Schlimmste zu verhindern. Ja, das ist jetzt ein ganz spontaner Kommentar meinem Ärger und meiner, ich will jetzt nicht sagen Empörung, aber das ist es im Grunde genommen, Luft zu verschaffen. Ich habe auch gar nicht so viel Inhalt zu bieten heute, aber wie gesagt, das ist doch, was ich hier wahrnehme, einfach der Tanz auf den Vulkan. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr mir beipflichtet, ob ihr auch empört seid wie ich und was wäre eurer Meinung nach zu tun in so einer Situation? Ja, wir sind hier mitten in Europa, wenn es wirklich zu einem dritten Weltkrieg kommt, dann sind wir ganz unmittelbar mitten im Schlachtfeld und das will, glaube ich, hier so gut wie niemand oder sollte so gut wie niemand hier wollen. Niemand soll das wollen. Gut, ein bisschen emotionaler Kommentar heute von mir in Anbetracht der Ernst der Lage. Bleibt mir gewogen und gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video etc. Tschüss, bis zum nächsten Mal.